Mein Name ist Martin Hartmann, ich bin 38 und bin Servicetechniker für Gefahren- und Videoüberwachungssysteme im Landkreis Rosenheim und Traunstein. Grundlegend wäre es mir wichtig, dass wir mal wieder sachlich diskutieren und nicht mehr streiten gegeneinander, sondern mal wieder mehr miteinander. Ich finde es wichtig, dass man mal drauf schaut, dass man auch strukturell einfach auch am Land mehr macht und nicht nur immer in Ballungsräumen und Gewerbegebiete schaut, sondern auch schaut, warum gibt es diese Ballungsräume, warum wird da Wohnraum immer knapper, andererseits stehen ganze Landstriche in Niederbayern leer. Warum ist das so? Liegt es vielleicht am strukturellen Ausbau, an den technischen Möglichkeiten vor Ort? Für junge Leute ist einfach heute ein DSL-Anschluss zu Hause mit einer guten Bandbreite wichtiger als wie weit ist die nächste Autobahn. Das ist denen einfach wichtig und da muss man ein bisschen drauf eingehen. Und die Corona-Krise hat ja auch gezeigt mit dem Homeschooling, dass dieser Bedarf ja auch da ist. Und da hat man erst gesehen, wie grauenhaft schlecht wir da aktuell wirklich sind. Und das Zweite ist einfach das Thema Verkehr. Weil wir immer über die Mobilität sprechen und die Mobilität der Zukunft, aber das Ganze immer nur unsachlich betrachten. Keiner akzeptiert, dass es nie die eine ultimative Mobilität geben wird, die für alle Menschen in Deutschland und auf der Welt passt, sondern es wird immer gemäß der Säule der Freiheit eine individuelle Entscheidung bleiben und man muss halt für jede Art der Mobilität eine Lösung finden, aber halt eine sachliche Lösung, eine vernünftige und vor allem auch eine nachhaltige Lösung, die halt wirklich unterm Strich nachhaltig ist und nicht nur so verkauft wird. Ja, da ist zum Beispiel das aktuellste Beispiel einfach die Elektromobilität. Die wird am Bürger verkauft als ganz tolles, extrem umweltschonende technische Neuerung. Und das ist sie einfach nicht. Sie ist weder neues, das erste Elektroauto wurde vor dem ersten Benziner patentiert, 3 Jahre davor. Und das Zweite ist einfach, die Technologie ist nicht sauber, weil die Herstellung extrem energieintensiv, extrem wasserintensiv vor allem auch ist zur Lithiumförderung. Und sie ist halt einfach... Das Einsparpotenzial, das man in der Theorie mit einem Elektroauto hat, kann nicht ansatzweise das aufwiegen, was ein Elektroauto bei der Herstellung verursacht. Und darum ist es einfach ein Irrsinn, sogar noch mit Steuergeldern Elektroautos zu fördern, weil man damit niemandem Gefallen tut, weder der Natur noch der Mobilität. Niemanden, keiner hat was davon, außer die Hersteller, die die Autos verkaufen. Sonst hat niemand was von Elektromobilität. Im Sinne der ländlichen Struktur ist es ja grundlegend ein Problem. Wir machen kleine Geschäfte zu und bauen riesen Einkaufszentren in den Nähen von Ballungsräumen. Also es ist ja nicht nur die technische Infrastruktur, Internet, Telefon, sondern wirklich auch die Geschäfte vor Ort, das regionale Einkaufen, das müsste man viel mehr fördern, weil es macht ja auch irgendwie keinen Sinn, wenn man immer zum Riesengeschäft fährt, 50 Kilometer weit und da möchte man dann regionale Produkte kaufen, wenn man auch 5 Kilometer vor der Tür einen Laden haben könnte, der eh regional ist. Dieser Widerspruch, aber es ist halt aktuell bei uns durch die Gesetzgebungen so, dass du ein Einkaufszentrum in einem Gewerbegebiet viel leichter genehmigt kriegst als einen kleinen Laden an einem Mischgebiet. Und das ist halt der Irrsinn dran. Da müsste man halt grundlegend mit der Gesetzgebung anders hingehen, dass man sagt, dass man kleine Ladenflächen fördert, dass man kleine Betriebe fördert, nicht die Großindustrie, sondern dass man die kleinen mittelständischen Betriebe mit 10, 15, 20 Angestellten da viel mehr hingeht und die unterstützt, anstatt irgendein Großunternehmer mit 30.000 Mitarbeitern. Heimat ist ja nichts zum Anfassen. Heimat ist nichts Sachliches, sondern ja rein emotionales Thema. Geht, finde ich, irgendwo in die Freiheit mit rein, in die Säule der Freiheit. Ich finde es halt schön, wenn Leute Traditionen haben und
damit ihre Heimatverbundenheit zum Ausdruck bringen. Und ich finde es immer ganz traurig, wenn man dann liest, dass Gerichtsurteile gegen Böllerschützen oder da anderklagt gegen das Glockenläuten und sowas. Das ist Tradition, das muss man nicht unbedingt gut finden. Wenn jemand sagt, ich finde das nicht gut, ist das eben seine Entscheidung. Ich zwinge auch niemanden dazu, an einer Tradition teilzuhaben. Nur eine regionale Tradition soll Bestand haben. Die Gebirgsschützen zum Beispiel, da gab es mittlerweile schon etliche Klagen, dass die nicht mehr schießen dürfen, weil das wäre ja Lärmbelästigung. Wo ich mir dann denke, ja, die Gebirgsschützen haben einfach Tradition, da kann man davon halten, was man will. Aber es ist einfach eine uralte Tradition und die soll bitte erhalten bleiben. Das ist genauso wie in Bayern zum Beispiel die Tracht. Tracht ist in Bayern ja kein Kleidungsstück, sondern Tracht ist ein Ausdruck vom Lebensgefühl. Und dieser Ausdruck soll doch bitte Bestand haben und jeder, der ihn leben möchte, soll ihn leben dürfen. Und nicht mit merkwürdigen Vorschriften und Gängelungen da immer gegen Traditionsveranstaltungen vorzugehen, nur weil irgendjemand sich dadurch gestört fühlen können. Ja, es wird immer irgendjemanden geben, der sich von irgendetwas gestört fühlt. Das werden wir in einer Gesellschaft hoffentlich nie erleben, dass sich keiner gestört fühlt, weil wenn sich keiner mehr gestört fühlt, dann reden wir nicht mehr miteinander. Ganz einfach. Aber du wirst das nie schaffen, 83 Millionen Leute unter einen Hut zu kriegen. Das ist einfach so. Aber Streiten ist ja eine Form von einer Diskussion. Und ich finde Streiten nichts Negatives, weil man einfach sagt, dann redet man über das Thema. Vielleicht findet man ja einen Weg, wie der die Tradition nicht mag, etwas weniger belästigt wird. Kann man drüber reden. Aber die Tradition soll immer, wenn möglich, erhalten bleiben, weil es einfach auch zu unserer Identität zählt, zu unserer Heimat. Es gibt halt viele Menschen, die sind, das klingt jetzt nicht nur Deutsche oder nicht nur Bayern, sondern die sind einfach stolze Traunsteiner, stolze Rosenheimer. Warum soll ich das denen nehmen? Warum sollen die ihre Heimat nicht lieben dürfen? Warum sollen die keine Verbundenheit haben? Warum sollen die ihre Tradition nicht leben dürfen? Das ist mir ganz wichtig, dass sowas erhalten bleibt, dass die Menschen ihre eigene Identität haben. Wir driften immer mehr und mehr ab, dass wir Arbeitnehmer und Konsumenten sind, aber nicht mehr Mensch. Und da finde ich, das ist so ein Schritt zurück, dass man wieder hergeht und sagt, ich bin ich und ich ist halt auch der Typ, der hier wohnt, der gerne Lederhosen trägt und der auch einmal an einem Herbstfest gerne Bier trinkt. Das ist jedem sein Recht. Und das soll auch bitte so bleiben, weil das muss jetzt dem Hamburger nicht gefallen, aber der andere Hamburger fährt dafür extra nach München. Einfach weil es Traditionen, einfach weil es eine schöne Tradition ist. Und so sollten wir das erhalten, dass wir unsere Traditionen, unsere eigene Identität erhalten. Es hat gar nichts gegen Globalisierung oder so zu sagen, sondern mir geht es schlicht darum, auch wenn wir in einem großen Europa wohnen, sind wir doch in unserem Zuhause. Und unser Zuhause ist unsere Identität. Und daheim ist das, wo das Herz ist. Und das ist das, wo ich einfach meine Traditionen, meine Freunde, mein Leben habe, so wie ich es leben will. Und das ist Heimat für mich. In Bayern hat der politische Stammtisch ja quasi Traditionen. Und die Partei, die du meintest, die hat sich ja mal angemaßt zu behaupten, das wäre ihr Revier, da redet keiner rein. Der Punkt ist nur, sie haben vergessen, drauf zu hören. Ja, politische Diskussionen in einem Wirtshaus in Bayern sind so normal wie nur irgendwas. Nur, es hört niemand mehr drauf. Niemand hört mehr auf die Leute im Wirtshaus. Und das ist der Grund, warum ich eben nicht bei diesem Verein bin, sondern bei der Basis. Weil mein Gedanke ist, red doch mal wieder mit den Leuten am Stammtisch und hört denen zu. Nicht in München große Pressekonferenzen geben, sondern mit den Leuten vor Ort reden, mit den Leuten, die es direkt betrifft, reden. Direkt mit den Leuten, eben mit der Basis der Leute reden und die fragen, was habt ihr wirklich auf dem Herzen? Was bewegt euch? Was muss ich ändern? Was soll ich ja nicht ändern? Einfach die Herangehensweise, dass man sagt, man fragt wirklich den Bürger noch, was man will. Das hat man
in München komplett vergessen. Man hockt da oben auf seinem Thron und ist der Meinung, alles zu wissen. Ich habe manchmal eher den Eindruck, es ist ihnen einfach egal geworden, was der Bürger will. Und das will ich halt anders machen. Ich will halt mit den Leuten reden, mir anhören, was die Leute für Sorgen, Ängste, Probleme haben und darauf eingehen und nicht entscheiden, was mir irgendein Gutachter XY im 338. überarbeiteten Papier vorlegt, sondern ich will wissen, was die Leute wirklich wollen. Und so, finde ich, kann man dann basisdemokratisch auch Politik machen, die auch bei den Leuten ankommt und die die Leute dann auch verstehen. Weil warum sinkt die Wahlbeteiligung immer weiter? Weil die Leute Politik nicht mehr verstehen und nicht mehr nachvollziehen können. Das muss sich grundlegend ändern.